Freunde der Nacht, es gibt Aprikosen. Und wenn ich von Aprikosen spreche, dann leuchten des Koches Augen. Ja? Und wisst ihr warum? Weil ich liebe Aprikosen. Mega geile Frucht. Und aus den Aprikosen mache ich, lasst euch das auf der Zunge zergehen, ein Aprikosenschmarrn mit Pinienkernen. Ja? Hört sich gut an. Und Zutaten. Schau mal, frische Aprikosen, Eier, Zucker, Butter, Pinienkerne, ein bisschen Marmelade, Mehl natürlich und das war's eigentlich schon. Viel mehr brauchen wir nicht. So, jetzt erstmal zum Teig. Und bei dem Teig, ich habe schon mal Eier getrennt. Das eine lassen wir da. Und die werden aufgeschlagen, ja. Also Eiweiß aufschlagen. Das dauert gar nicht so lange. Wenn das Ei frisch ist und kalt ist, dauert es in so einem Mixbecher vielleicht eine halbe Minute. Es geht relativ schnell. Und kleiner Trick, ein bisschen Salz dazu. Dann geht es noch schneller. Und jetzt zum Teig. Ich will euch ja nicht erklären, wie man einen Kaiserschmarrnteig macht. Eier, Milch, Zucker, Mehl. So, ich mache das so Pi mal Daumen, so ungefähr Pi mal Daumen. Ja, Rezept kriegt er ja. Ja, heißt ja Blitzrezept. So, und jetzt nimmt man einfach die Milch dazu und gibt so viel Milch rein, dass es einen schönen, warte mal, lieber Kameramann, ich kenne dich doch, ja, du willst es doch sehen. So viel Milch rein, dass es eben einen schönen cremigen Teig gibt. Und keine Angst vor Klümpchen, da passiert nichts. So, so schaut's aus. So hat der Teig die richtige Konsistenz. So, mein Kameramann, du schaust immer auf mein Mikrofon her. Hey, wir haben 10 Minuten rumgetan, dass dieses Scheißding auch richtig hält. Aber egal, schaut nicht drauf. So, zu dem Teig kommt dann das Eiweiß. Und das Eiweiß ist extremst wichtig, weil nur durch das Eiweiß wird der Teig schön fluffig. Schau mal, vorsichtig unterheben. Ja, jetzt nicht übertreiben. Ja, nicht übertreiben, also nicht mit Knien zusammen, ja, sondern einfach mal schön unterheben. So, und jetzt kommt der Teig in die Pfanne. Ein schönes Stückchen Butter rein. Ja, eine gute beschichtete Pfanne ist natürlich wichtig. Und in die Pfanne dann den Teig. Ja, mittlere Temperatur. So. Und jetzt ganz gemütlich den Teig garen lassen. Ja. Ihr könnt natürlich da einen Deckel drauf geben oder so, wie ich schnell, einen Deckel von oben. Ja. Dann kriegt der Kaiserschmarrn auch von oben Temperatur und alles wird gut. Jetzt nächste Pfanne. In die Pfanne kommen dann die Aprikosen und vorher ein Stückchen Butter. Lecker, lecker. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Aprikosen rein. Pinienkerne rein und dann, das muss nicht die Marmelade sein, ja, irgendwie eine gute Marmelade mit viel Frucht, ja. Ich habe jetzt hier so Bitterorange oder logischerweise auch gern Aprikose und das Ganze hier leicht karamellisieren lassen. Okay, that's it. Dann, dass das Ganze richtig genial wird, ein Schlückchen Contro. Und jetzt die Aprikosen so leicht vor sich hingaren lassen. Okay, schauen wir mal, wie es hier aussieht. Das dauert jetzt hier noch. Pass auf, nicht weglaufen. 2 Minuten, bin gleich wieder da. Bin wieder da. Schau mal, ich habe mir jetzt so einen Deckel drauf. Beziehungsweise eine andere Pfanne. Okay, jetzt haben wir da ein bisschen Farbe. Kameramann, einen Meter zurück. Achtung, 3, 2, 1, zack. Hops, das Sing. So funktioniert das. So schaut ein perfekter Kaiserschmarrn aus. Schau mal, das kracht so ein bisschen. Aber in der Mitte ist der fluffig. Und jetzt wird er einfach in so kleine Stücke gebrochen. Geil. Für mich eines der besten Desserts auf diesem Planeten. Und jetzt wird der noch karamellisiert. Und der Zucker, der jetzt hier reinkommt,
der muss sein. Schau mal, auf die Menge einen Esslöffel Zucker und ungefähr einen Esslöffel Butter. Und scheißegal bezüglich den Kalorien, ja, also das gönnen wir uns jetzt. Ein Blitzrezept und ich garantiere euch, die Kinder, die Opa, der Opa, die Oma, die werden alle begeistert sein, wirklich. Die Freundin natürlich auch, die Ehefrau auch, der Ehemann, was weiß ich, was es so alles gibt. Maximale Temperatur, haut euer Kochfeld auf maximale Stufe und lasst den Zucker karamellisieren, dass der braun wird, der verliert die Süße, ein feiner Karamellgeschmack entsteht. Und schau hier, mit meiner schönen Pfanne funktioniert es richtig gut. Viel Temperatur, der Zucker schmilzt, er verliert die Süße und so ein feiner Karamellgeschmack kommt. Und jetzt wird angerichtet. Ich mache jetzt einfach mal eine große Portion. Alright? Seid ihr dabei? Schau mal, der schaut auch schön aus, weil gute Eier, Bio-Eier, die sind schön gelb in der Regel. Das Ganze kommt hier rauf. Dann natürlich das Aprikosen-Ragout. Sehr geil. Und ganz zum Schluss natürlich ein bisschen Puderzucker. Der Kameramann dreht durch, weil der isst sein eigenes Gewicht am Tag. Und freut sich jetzt auf den Kaiserschmarrn à la Christian Henze mit Aprikosen. Saugenial. Blitzrezepte, Feierabend-Blitzrezepte. Guten Appetit.